Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Eddie und ich streame heute erstmals aus meinem neuen Büro. Frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich wollte nochmal auf dieses fantastische Titelbild hinweisen, bevor ich geschmeidig ins Spiel starte, gemeinsam mit unserem Helden Edelizios, der aktuell so aussieht. Er hat übrigens extrem coole Gesichtsbemalung. Ich hätte fast Behaarung gesagt, das wäre gelogen gewesen. Ja, willkommen zurück heute aus neuer Perspektive. Lange musstet ihr warten, danke für eure Geduld. Danke, danke, danke für all die Kommentare. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Da waren tolle Infos dabei, tolle Richtigstellungen, tolle Verweise. Vielen Dank, es freut mich extrem, dass ich mit euch beglückt wurde mit so einer informativen Community. Danke dafür. Und wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe zuletzt Stoffe besorgt. Ja? Off-Cam habe ich letztes Mal, bin ich nochmal in die verschiedenen Gebiete gereist, um nicht Stoffe, sondern Stofffarben mir zu besorgen. Goldenes ägyptisches Outfit. Königsblaues asiatisches Outfit und violettes griechisches Outfit bzw. Farbe habe ich geholt. Und jetzt gehe ich zu der Weberin Brikia. Meinst du das ernst? Ist das für mich? Oh, Reisender, woher hast du das nur alles? Es ist unmöglich. Ja, ja, natürlich gefallen sie mir. Ich werde dich dennoch bezahlen, mit dem bisschen, was ich habe. Und hier, nimm das. Alright. Eine Hose. Nett, aber not my style. Vielleicht das nächste Mal, vielen Dank. Genau, das war die Weberin. Diese Quest haben wir auch erledigt. War schön, nochmal in die anderen Gebiete zu reisen, aber es war auch eine kleine Qual, das alles zu erkunden. Habe ich hier noch was? Ich hätte nie gedacht, dass Baubeto hier überhaupt Wein anbauen könnte, wenn man darüber nachdenkt. So, zurück an die Arbeit. Das habe ich mir auch gedacht. Also, wir sind gerade im schönen Glauberg, ein Hügel vor, und wir werden uns jetzt zunächst weiter in den Norden wagen. Jetzt haben wir auch endlich hier mal Arkanisten und Mystiker. Also, die Treppe kann ich gar nicht benutzen. Schade. Und noch eine Quest für uns. Ja, ich bin Böttcher. Tonnen, Eimer, Butterfässer. Ich kann alles herstellen. Es ist nicht einfach, gewiss. Aber ein solch gutes Bier wie das unsere verdient ein ordentliches Fass. Ach, ich wünschte nur, mein Sohn würde das auch so sehen. Er hat keinerlei Respekt vor dem Handwerk. Der Narr will stattdessen die Magie lernen. Die Magie? Doch alle unsere Druiden haben bereits einen Adepten. Und nachdem meine Frau uns genommen wurde, wer soll da das Familiengeschäft fortführen? Wie wär's mit Archibald? Hast du ihn vielleicht gesehen? Er heißt Judok. Ein kräftiger junger Bursche, aber er macht nichts als Ärger. Er ist schon seit 2 Tagen nicht zu Hause gewesen. Und nachdem dieser Kult immer wieder Leute entführt, mache ich mir Sorgen. Der Böttcher sucht seinen Sohn Judok. Ich bin diesem Treverus zwar begegnet, aber ich kenne ihn nicht sonderlich gut. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er in großer Eile unterwegs nach Süden. Bitte sag es mir, wenn du meinen Jungen siehst. Ich tue dies. Nochmal ein Blick auf die Map. Da geht's vielleicht auch noch lang. Alright. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hühnchen. Von Nertus wird gesagt, dass sie Umgang mit Menschen pflegt, mehr als alle anderen Göttinnen, die wir kennen. Es gibt eine Insel und einen heiligen Hain, der ihr gewidmet ist, auf dem ihr bedeckter Wagen steht. Manchmal erscheint sie in dem Wagen, der von Kühen gezogen wird, und reitet unter den Tüchern in einer Prozession mit ihren Anhängern. Der Wagen, die Tücher und Nertus selbst werden dann in ihrem heiligen See gereinigt. Nur die Diener, die diese Aufgabe erledigen, bekommen sie persönlich zu Gesicht. Doch bedeutet dieses Wissen auch ihren Untergang. Denn am Ende werden sie alle vom selben See verschlungen, damit sie keinem Menschen je sagen können, was sie gesehen haben. Es gibt Orte, an denen die Geisterwelt... Okay. Ich habe hier gerade die Hauptaufgabe mal abgecheckt und wir sollen den Ältesten der Erde, der Wildnis, des Sees und des Himmels töten.
Dann machen wir das doch mal. Die Macht von Nertus. Ilva ist überzeugt, dass ein mysteriöses Artefakt ihrem Volk helfen kann. Doch das Artefakt befindet sich im Besitz des Kults von Nertus. Dieser mächtige Naturkult herrscht über die Wildlande jenseits von Glauberg. Du musst das unterirdische Heiligtum des Kults im suebischen Seenland aufsuchen und die vier Ältesten töten, die das Artefakt bewachen. Damit treibst du nicht nur deine eigene Sache voran, sondern erfreust auch den Prinzen von Glauberg, dem der Kult schon lange ein Dorn im Auge ist. Super, gut, dass ich das nochmal durchgelesen habe, sonst hätte ich jetzt wieder gar nicht gewusst, wie es weitergeht. Dann gucken wir uns mal diesen Kult und seine Leute an, ne? Die sollen irgendwie so Tiermenschen ähnlich sein, ja, irgendwie, was waren es, Bären, glaube ich, schauen wir mal. Habe ich noch die Wurfäxte ausgerüstet? Ne. Oh, da wollte ich die angreifen. Tut mir leid, sorry. Verwechslung. Aber hier, Kult von Nertus. Wie war das nochmal? Das war alles. Das war gar nichts. X war ganz gut. Oh, Fehler, Fehler. Hier sind Gegner und ich sehe sie nicht. Oder soll das so sein? Sind sie unsichtbar? Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Ich habe schon länger Probleme mit dem Spiel, aber das ist neu. Außerdem glaube ich, dass ich zuletzt den Sound ein bisschen leiser gemacht habe. Ich mache ihn mal wieder ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist okay. Oh, oh. Ach, da ist er, hinterm Baum. Der Wicht. Hallo. Wohin willst du denn so eilig? Kultanhänger? Ja, ich glaube, ich habe sie gesehen, aber sie stören mich eigentlich nicht. Ich bin glücklich hier mit meinen Bienen. Die sind meine Freunde. Manchmal gibt es hier auch Bären. Die sind nicht meine Freunde. Aber sie sind freundlich, wenn ich Honig habe. Nur wäre es schön, wenn sie nicht unseren Honig essen würden. Nachdem du ohnehin umherwanderst, könntest du nach unserem Honig sehen? Zwei Portionen müssten schon fertig sein. Oh Mann. Oder vielleicht auch nicht. Aber du wärst mein Freund, wenn du nachsehen gehst. Vor allem, wenn die Bären herumtapsen. Okay. Ist schon gut. Ich verstehe es, wenn du gehst. Ihr Menschen seid selten Freunde. Ihr wollt den Honig nur nehmen. Wir kommen schon klar, nicht wahr? Oh mein Gott, er ist ein Halbtroll. Wie cool. Abgefahren, wenn man sich überlegt, wie groß die Trolle sind. Wie entsteht dann bitte ein Halbtroll? Es sind Bienen, gegen die wir kämpfen. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ab der Stelle verstehe ich es. Davor habe ich es einfach nicht gesehen. Sehr ungewöhnlich, aber ja. Okay. Da nochmal. Wie treffe ich sie denn bitte? Wie kämpfe ich denn bitte gegen die Bienen? Auch mehr? Oh mein Gott. Finde ich ja ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich mag auch extrem gerne an diesem fünften Akt, also Thor Ragnarök, dass so viele Berufe und so viel Kultur drin ist. Wenn man sich überlegt, wie wenig davon eigentlich in den anderen Akten drin war, ist es echt eine willkommene Abwechslung, einfach mal wirklich in die Tiefe zu gehen. Was habe ich denn schon über Babylon gelernt? Eigentlich gar nichts. Und hier schon allein die verschiedenen Berufe. Ach, das ist einfach toll. Und was ich mich auch frage, ist, sah ich eigentlich schon immer so aus? Ich habe ja hier diese Markierung, sage ich mal. Diese Kriegsbemalung, die wirkt jetzt anders, aber vielleicht habe ich das auch einfach schon wieder vergessen, wie das letztes Mal aussah. Oder ich habe mir irgendeine neue Farbe gewählt und deswegen sehe ich das aus. Ach, keine Ahnung. Ich war ja beim Färben wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, habe ich mir wahrscheinlich eine neue Farbe ausgesucht, als ich nach den Färbemitteln gesucht habe. Oh, was haben wir denn da? Die Bilvis. Ich habe noch eine Frage an euch. Einige von euch geben mir auch gerne Feedback. Und ein Feedback, was mich interessieren würde, wäre zu der neuen Kameraperspektive. Die ist jetzt hier oben. Man sieht jetzt mein Gesicht vielleicht ein bisschen anders, näher, wie auch immer.
Wenn das jemanden stört, würde mich interessieren, was und wie ich es besser machen könnte. Oh. Komm, ich könnte mal wieder einen mir holen, der mit mir gemeinsam gegen seine eigenen Anhänger kämpft. Ich eröffne meinen eigenen Kult, den Kult von Edilizios. Ich werde einen YouTube-Kanal eröffnen und einen Blog, in dem ich alle 3 Monate irgendeine Review schreibe. Ja, das ist der Traum. Oh, hier ist der Bär. Tut mir leid, Braunbär. Und hier ist der Bienenstock. Oh, ich habe keine Energie mehr. Das ist gerade ein Problem. Sollte es nicht noch so ein Ding geben? Nichts hier? Okay. Ich gehe schon mal zurück. Ist ja nicht weit weg. Aber ich glaube, dass es das noch nicht war. Oh, du hast uns unseren Honig gebracht. Du bist ein echter Freund. Nicht wie die Menschen aus Glauberg. Die waren nie sehr nett. Oh. Nicht einmal, als ich noch klein war. Oh nein, Karik. Auf jeden Fall einer meiner neuen Lieblingscharaktere, Karik. Ach. Wir wollen dir auch helfen. Geh bei den großen Felsen in Richtung Sonnenaufgang über das weite Feld. Da kommen die Kapuzenleute her. Aber geh nicht dahin, wo die Sonne nicht hingeht. Da ist es böse, böse. Also geh da nicht hin. Ah, ihr kennt mich, ja? Ich muss jetzt eigentlich zum Bösen gehen. Okay. Er wiederholt sich. Er ist halt ein sehr simpler Charakter. Karik. Der Halbtroll. So viele schöne kleine Quests hintereinander. Es ist wirklich ein bunter Strauß, der mir hier präsentiert wird. Mit vielen schönen Details. Das gefällt mir. Oh, wen haben wir denn da oben? Walin? Der gerissene Banditenheld. Okay, gucken wir mal, ob er wirklich so ein Held ist. Nicht so richtig. Hm, hat auch keinen Schatz. Dieser Held. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, eine kleine Sackgasse. War das quasi, wo ich nicht hingehen sollte? Jetzt war ich hier. Na gut. Böse, böse. Ach, da ist ja schon der Brunnen. Oh, diese Geräusche. Ach, das Sounddesign. Ach, Leute, tut mir leid, wenn ich es jedes Mal feiere, aber es ist einfach die reinste Freude. Also es ist einfach schön, mal wieder ein Spiel zu haben, wo man echt so Kleinigkeiten total verehrt. Oh, da ist ja noch ein kleiner Wicht. Und wir sind wieder in einem dichten Wald, sogar mit einem Sumpf. Ja, kommt alle her, zeigt mir, was ihr könnt, ihr Pflänzchen. Ich hatte schon immer einen grünen Daumen. Wow, was da alles in den Steinen lag. So, wir sind im Teutoburger Wald. Schon mal gehört? Aber wie ihr schon gemerkt habt, bin ich
ist mein germanisches Wissen sehr beschränkt. Umso mehr freue ich mich über dieses kleine Abenteuer durch Deutschland. Oh nee, sie nerven jetzt Archibald. Lass sie mal in Ruhe. Der Junge weiß auch nichts mit sich anzufangen. Okay, da scheint es weiterzugehen. Dann gucken wir hier nochmal. Oh, noch ein paar Banditen. Aber was ist denn mit dem Kult? Ich bin dem jetzt einmal kurz begegnet, aber seitdem nichts mehr. Ich bin sehr gespannt auf diese... Wie wurden die nochmal genannt? Auf diese Ältesten. Oh, da haben wir ein Hydrakraut. Kann ich das vielleicht an mich binden? Level 46? Nee, dann nicht. Sehr gut. Archibald kann auch gut für sich selbst kämpfen, merke ich gerade. Oh. Oh, wie geil. Es ist von Pilzen umgeben. Ist das jetzt irgendwie magisch bewacht oder so? Darf ich da jetzt nicht rein? Ist das ein Bannkreis? Archibald ist einfach durchgegangen. So ein Trottel. Dem hätte sonst was passieren können. So, 3, 2, 1. Schmeiß. Oh mein Gott, oh, was ist denn hier los? Läuft hier irgendwas im Hintergrund falsch oder ist das das Spiel? Nehmen wir uns mal die Wurf-Axt. Ah, wunderbar. Soll ich vielleicht doch nochmal zurückgehen? Ich meine, hier war doch diese Höhle. Hört auf die Götter. Komm mit Archibald, lass die Leute in Ruhe. Wir können auch nichts dafür. Der Kohle ist kalt. Der Kohle ist kalt. Hier war das doch, oder? Ja. Ja, ansonsten, vielleicht ein paar Infos. Ich war jetzt lange nicht mehr richtig aktiv mit meinen Videos. Jetzt geht's aber weiter. Die Weihnachtszeit war geprägt von Arbeit tatsächlich. Einerseits natürlich Familie, Freunde besuchen, was auf seine Art und Weise schön und stressig war. Und anschließend habe ich noch arbeiten müssen. Deswegen habt ihr so nichts von mir gehört. Ja, ihr könnt jetzt aber das, woran ich gearbeitet habe, sogar mal live sehen. Und zwar habe ich die letzten Wochen an einem größeren Projekt gesessen für Pickup. Dort habe ich für eine Agentur Spiele gemacht, die ihr in der sogenannten Pickup-Arena spielen könnt. Dort gibt es auch Preise zu gewinnen. Es sind kleine Minigames, die könnt ihr am PC oder am Smartphone über euren Browser einfach spielen und dort Highscores absahnen. Genau. Das nur als kleiner Service als Info, was ich so getrieben habe die letzten Wochen. Ich habe ja oft gesagt, dass ich keine Zeit habe. Das lag vor allem daran, an diesem Projekt. Da habe ich mit sehr kompetenten Leuten eine längere Zeit dran gesessen und es war echt eine schöne Erfahrung. Und wenn ich Glück habe, geht das vielleicht in so einer ähnlichen Richtung weiter. Aber jetzt sind die ersten zwei Spiele davon draußen, da sind Minigames. Da könnt ihr dann irgendwie Pickups snacken oder über Schokopfützen springen und ihr könnt mal schauen, wie geschickt ihr seid. Richtig gut sind die Gegenstände heute auch nicht. Ein weiser Zuschauer hatte geschrieben, dass es auch legendäre Ringe und Amulette gibt. In der Richtung würde ich mir echt mal was wünschen. Na, wie bin ich da gerade ausgestattet?
Grün, Grün, Grün. Ich meine, die sind nicht schlecht, ja, aber besser geht immer. So, das sieht doch ganz gut aus. Der Completionist in mir ist sehr zufrieden mit der Kartenabdeckung oder Kartenaufdeckung. Diese Sprigans oder Spriggans oder wie auch immer. Nicht nur, dass sie sich selbst dann nochmal aufteilen in mehrere, sie können ja auch irgendwie diese kleinen Viecher aufrufen, diese Schösslinge. Schösslinge? Man weiß es nicht. Aufrufen ist auch falsch, ja? Herbeirufen, herbeizaubern. Aus dem Boden zaubern, irgendwie so. Ich schaue nochmal mir diese eine Ecke hier an. Bestimmt hängt da noch irgendwie so ein alter Bandit ab. Nö, ein Bär. Oh, und da. Was haben wir denn da? Oh. Trolle. Das war natürlich die von der kleinen Sorte. Ich habe vorhin auch an den großen Troll gedacht, an den hier. Aber auch die kleinen Leute hier sind natürlich alles Trolle. Und die machen mir gut Schaden mit ihren vielen Waffen. Ich könnte den eigentlich mal zu mir holen, den Dicken hier. Du kämpfst jetzt für mich. Oh, da ist noch so einer. Das wird ein geiler Kampf gleich. Komm, greif ihn an. Greif den Dicken an. Jawoll! Haha. Dann nehmen wir noch den Trollstecher mit. Den Energietrank. Und die gewöhnlichen Kisten hier. Es gab jetzt mittlerweile auch einige Updates für Titan Quest. Ich habe mir jetzt gar nicht durchgelesen, was konkret gemacht worden ist. Ich habe da einen Kommentar zu bekommen. Falls es konkrete, gute Änderungen gab, schreibt doch auch mal in die Kommentare, falls euch irgendwas aufgefallen ist, wo ihr gesagt habt, ey, diese Änderung, die habe ich lange vermisst, das hat sich echt gelohnt. Lasst es mich wissen. Ich habe mir leider noch nicht die Zeit genommen. Ich werde das jetzt demnächst wieder tun. Falls es wieder ein Update gibt, schaue ich mir auf jeden Fall die Patch Notes dazu an. Oh, wo kommt die denn her? Das ist doch eine Falle, oder? Ich laufe gleich zurück. Ja, alles gut. Okay, soviel zum Thema Falle. Der Räuberboss ist erledigt. Wie geil, ey. Ich meine, es musste eine Falle sein. Alles andere wäre schlechtes Spieldesign gewesen. Oh, Archibald. Entschuldigung. Dafür wirst du nicht bezahlt. Du sollst gefälligst am Leben bleiben, Archibald. Uiuiuiui. Eine Sache, die Titan Quest fehlt, ist das Untersuchen von Gegenständen am Boden. Das ist eine sehr schöne Sache, die Grimdawn zum Beispiel hat. Es liegt was am Boden, du gehst mit der Maus drüber und zack, schon siehst du die Werte des Gegenstands. Dann musst du es gar nicht erst aufheben. So, da sind wir wahrscheinlich am Ende des Teutoburger Waldes. Schöne Sache. Das war jetzt eine schöne kleine Runde. Ich freue mich wieder, hier zu sein. Ich freue mich wieder, mit euch gemeinsam durch Thor Ragnarök zu zocken. Ich freue mich natürlich wieder über Kommentare, Likes und alles Weitere. Sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Titan Quest. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.